Immer mehr BSW-Politiker distanzieren sich von der Thüringer BSW-Chefin Katja Wolf. Sie steht deutlich unter Kritik, weil sie eine Einigung mit der CDU unterschrieben hat, die absolut nicht mit der Programmatik des BSWs vereinbar ist. Ich hatte darüber ja schon die letzten Tage geredet, doch jetzt eskaliert die Situation ziemlich dolle. Wir schauen uns jetzt mal einen Artikel an, der von Ralf Luikat und noch einem anderen BSW-Politiker geschrieben wurde. Hier sehen wir, wie Fabio De Masi ihn retweetet hat. Er schreibt dazu, es geht um Glaubwürdigkeit. Also auch Fabio De Masi steht hinter dem Artikel, den wir uns gleich ansehen werden. Der Artikel, ich habe es gerade gesagt, wer richtet sich gegen Katja Wolf? Oder besser gesagt, gegen Katja Wolfs Vorgehen in Thüringen. Also niemand hat natürlich ein persönliches Problem mit ihr, sondern es geht darum, dass sie ein Sondierungspapier unterschrieben hat, wo das BSW nicht wiederzuerkennen ist. Also wo sich das BSW in keiner einzigen relevanten Frage irgendwie durchgesetzt hätte. Ich hatte euch in den letzten Tagen schon einen Artikel von Norbert Hering gezeigt, den kann ich euch auch nochmal empfehlen, den kann ich auch nochmal unter das Video packen, wo er das nochmal genauer erklärt, wie sehr das BSW in den Verhandlungen mit der CDU gescheitert ist und ja, was für ein Skandal es eigentlich ist, dass Katja Wolf jetzt trotzdem eine Regierung bilden will, auf einer Grundlage, wo die CDU und SPD sich in allen relevanten Punkten durchgesetzt haben. Naja. Auf jeden Fall schreiben Ralf Suikert und Jessica Tatti in ihrem Gastbeitrag für T-Online, sie tappen in eine Falle. Erste Risse im BSW. Im Wahlkampf gilt, es gibt nur noch allerbeste Parteien und allerbeste Politiker, die das Allerbeste für alle wollen. Ist die Wahl vorbei, bleibt oft nicht mehr viel von dem übrig, was vor der Wahl versprochen wurde. Häufig bekommen Wähler den Eindruck, dass es um Posten geht, aber nicht mehr um ihre Hoffnungen, wie sie mit der Wahl einer bestimmten Partei verbunden haben. Katja Wolf und Steffen Schütz sind in Thüringen auf dem besten Weg, das BSW zu einer Partei zu machen, von der es nicht noch eine braucht. Also das sind vollkommen klare Worte. Also ihr müsst bedenken, es sind zwei Politiker, die hier diesen Beitrag schreiben und sie kritisieren hier Katja Wolf wirklich frontal dafür, dass sie das BSW zu einer weiteren Altpartei macht. Also zu einer weiteren Partei, die nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern agiert. Und von diesen Parteien hat Deutschland in der Tat genug. Ich mache es hier ein bisschen größer, damit ihr den Artikel ein bisschen besser lesen könnt. Noch, es gibt nur ein BSW. Gerne wird behauptet, Sarah Wagenknecht wäre eine Egomanin, die Unerhörtes von der CDU verlangt würde. Sie wolle in Wahrheit keine Verantwortung in den Ostländern übernehmen, sondern denke ausschließlich an die Bundestagswahl und ihre schräge Friedenspolitik, aber nicht an Thüringen. Ja, so zumindest die Hetze der Mainstream-Medien. Also Sarah Wagenknecht will einfach, dass das BSW mit einer klaren Position in Verhandlungen geht und das Maximum aus den Verhandlungen rausholt. Also sie will, dass man das, was man vor der Wahl versprochen hat, zumindest in abgeschwächter Form nach der Wahl umsetzt. Also unerhörtes Politikkonzept. Also zumindest für die Mainstream-Medien, die es gewohnt sind, dass Politiker mit ihren Wahlversprechen nach den Wahlen gerne nichts mehr zu tun haben wollen. Ihr wird sogar unterstellt, sie würde zu Unrecht in Thüringer Angelegenheiten, sie würde sich zu Unrecht in Thüringer Angelegenheiten einmischen. Mehr noch, Katja Wolf und die BSW-Landtagsfraktion müssten sich von Sarah und der Bundespartei emanzipieren, denn es gehe nur um Thüringen und umsonst nichts. Wirklich? Naja, das ist, wie gesagt, das Narrativ der Mainstream-Medien, die natürlich wollen, dass das BSW einknickt, die wollen, dass das BSW auf eine transatlantische Bahn gezwungen wird, wie man das mit der Linkspartei schon erfolgreich gemacht hat. Also man hat das bei der Linken erfolgreich hinbekommen, jetzt versucht man das Gleiche beim BSW. Und solche Leute wie Katja Wolf, die dieses Spiel mitspielen, die das gesamte Parteiprogramm einfach mal aufgeben, die sind dann sehr nützlich und die werden dann von den Mainstream-Medien hofiert und gepusht und da gibt es positive Artikel drüber. Also von den Unterstützern des BSWs, also von Leuten wie mir, gibt es dann eher negative Reaktionen, jedenfalls in der übergroßen Mehrheit. Das ist halt das Spiel, wie es gespielt wird, so funktioniert das halt. Und als Partei, da muss man aufpassen, dass man sich eben nicht von den Medien vor sich hertreiben lässt, sondern dass man eine eigene souveräne Position bewahrt. Und das hat Katja Wolf in Thüringen absolut nicht gemacht. Sie hat sich ja von der Bundespartei abgesetzt. Sie hat sich vom Programm, was die Partei eigentlich vertreten sollte, abgesetzt. Und das wird dem BSW enorm schaden, sollte Katja Wolf sich durchsetzen. Mario Vogt will in Thüringen Ministerpräsident werden. Er postet bei X gemeinsame Fotos mit Friedrich Merz und versichert, es gebe nur eine Union. Zur allseitigen Information, es gibt auch nur ein BSW, nicht zwei. Es kann kein Thüringer BSW geben, das eine CDU-konforme Außenpolitik mitträgt und die von Friedrich Merz theatralisch beschworenen Grundsätze der Union stützt, die man auf keinen Fall aufgeben könne. Wir sind keine willfährigen Mehrheitsbeschaffer für Vogt. Wir werden nicht vor Merz kapitulieren. Es müsste auch Katja Wolf klar sein. Wenn wir in eine Regierung gehen, dann für die Bürger und die Inhalte des BSW. Wieder vollkommen klare Rhetorik hier. Also ich glaube,
im Parteivorstand, da wird man sich ziemlich einig sein, dass man dieses Vorgehen von Katja Wolf und Steffen Schütz da in Thüringen missbilligt. Wähler vermissen ehrliche Politik. Zwei Drittel der Menschen in Ostdeutschland wollen keine US-Raketenstationierung in Deutschland. Sie hätte Auswirkungen auf das gesamte Land, auch auf Thüringen. Ist es so abwegig, dass man als Landesregierung seine Wähler vertritt? Ist es eine solche Unverschämtheit, dass man sich eine Parteivorsitzende, die sich für die Versprechen einsetzt, die sie im Wahlkampf gegeben hat? Wir meinen, es ist die Ehrlichkeit, die Wähler schon lange in der Politik vermissen. Wir stehen hinter Sarah Wagenknecht und ihrer Haltung. Ja, das will ich auch meinen. Alles andere würde mich sehr enttäuschen. Also, ihr merkt's, Katja Wolf, der Thüringer Landesverband, die Thüringer BSW-Fraktion, die haben sich komplett von der Restpartei entkoppelt und jetzt ist es die Aufgabe, sie wieder auf Linie zu bringen. Also, der Rest der Partei, der steht ziemlich geschlossen gegen das, was da in Thüringen gerade passiert. Dass diese klare Haltung akzeptablen Kompromissen nicht im Wege steht, zeigen die Sondierungen mit dem SPD-Mann Dietmar Woidke in Brandenburg. Warum sollte es in Thüringen unmöglich sein, dass Mario Vogt anerkennt, dass Waffenlieferungen den Krieg in der Ukraine nicht beenden werden und dass er in der US-Raketenstationierung im Sinne der Thüringer zumindest kritisch gegenübersteht? Katja Wolf und die BSW-Landtagsfraktion gehen einen schweren politischen Fehler, wenn sie sich von dem transatlantischen Treueschwur eines Friedrich Merz beugen. Mehr noch, sie tappen in eine Falle. Ja, exakt, exakt. Es geht darum, das BSW auf transatlantische Linie zu bringen, wie man das erfolgreich mit der Linkspartei gemacht hat. Das ist eine eingeübte Strategie, die hat bei den Grünen funktioniert, die hat bei der Linkspartei funktioniert und jetzt versucht man das Gleiche beim BSW anzuwenden. Und dann ist es natürlich fatal, wenn Leute wie Katja Wolf aus persönlichem Machtstreben oder warum sie das jetzt auch immer tut, genau da mitspielen. Frieden und Corona-Aufarbeitung waren zentral. Beim Lesen der Präambel und des Thüringer Sondierungspapiers fragt man sich, wo sind unsere zentralen Forderungen geblieben? Das lässt für mögliche Verhandlungen über landespolitische Fragen nichts Gutes erwarten. Ja, nicht nur über landespolitische Fragen. Also im Sondierungspapier, da steht explizit die Schuldenbremse festgeschrieben. Das heißt, es wird nicht genug Geld für Lehrer geben, es wird nicht genug Geld für Polizisten geben, es wird nicht genug Geld für den Ausbau des ÖPNV geben. Die Schuldenbremse könnte man, wenn man das wollte, mit einer einfachen Mehrheit im Landtag aussetzen. Das heißt, wenn man das vereinbaren würde, würde sich die Linkspartei sehr wahrscheinlich nicht dagegen stellen. Also die braucht man ja noch in Thüringen, um eine Mehrheit zu haben. Das heißt, man könnte die Schuldenbremse aussetzen, wenn man das politisch wollte. BSW hat sich hier aber nicht durchgesetzt und die Schuldenbremse steht jetzt im Sondierungspapier. Das heißt, man wird nicht genug Geld für irgendwas haben, sondern ganz im Gegenteil, man wird riesige Sparprogramme mit verantworten müssen und das geht nicht. So etwas geht einfach nicht. Sowas darf das BSW auf keinen Fall machen. Sonst, ja, also das wird nicht nur Thüringen schaden, sondern das wird dem BSW bei der nächsten Bundestagswahl übel auf die Füße fallen, wenn man sowas mitträgt. Also dieses Sondierungspapier ist eigentlich ein Wink mit dem Zaunfall, dass man jetzt endlich in die Opposition gehen muss und es eine andere Regierung geben muss. Also ich sage es zwar nur ungern, viele hören das auch nicht gern, aber die AfD ist in Thüringen deutlich stärkste Kraft geworden. Warum lässt man nicht Björn Höcke in der Minderheitsregierung als Ministerpräsident regieren? Also dann wäre das BSW in der Opposition, Mario Vogt wäre auch in der Opposition. Ich glaube, da ist er ganz gut aufgehoben. Die CDU ist ganz klar Zweiter geworden, die AfD hat die Wahl deutlich gewonnen. Warum soll sie keine Minderheitsregierung anführen? Also was spricht denn dagegen? Das BSW müsste sich nur raushalten, gar nichts machen, nicht die CDU wählen und die AfD könnte als Minderheitsregierung regieren und dann könnte sie sich beweisen. Also das Problem in Thüringen, warum man keine stabile Regierung bildet bekommt und sowieso nur Minderheitsregierungen realistisch sind, ist ja die Ausgrenzung der AfD. Und das BSW, das will ja auch nicht mit der AfD koalieren, verständlich, man hat inhaltliche Differenzen, muss man ja auch nicht, aber was spricht denn dagegen, eine AfD-Minderheitsregierung zuzulassen? Es gibt keinen sachlichen Grund, der dagegen spricht. Das ist definitiv nicht das, wofür man all die Anstrengungen und die harten Konflikte auf dem Weg aus der ehemaligen Partei bis zur Gründung des BSW auf sich genommen hat. Es ist auch nicht das, wofür sich neue Leute dem BSW angeschlossen haben und wofür sie sich in unserer Partei mit ganzer Kraft engagieren. Ja. Also das gilt auch für alle Unterstützer, für alle, die Beiträge pro BSW machen, die dem BSW Geld spenden, für die, die sich sonst wie engagieren. Die riesige Mehrheit findet das, was da im Thüringer Sondierungspapier steht, also die riesige Mehrheit, die es mitbekommen hat, absolut nicht gut. Es gibt eine kleine Minderheit, die sagt, ja, man muss Kompromisse machen, also wenn wir da nicht wiederzuerkennen sind, so what, aber die meisten, die finden das absolut nicht gut, was da in Thüringen passiert ist. Und es geht hier um keine grundsätzliche Skepsis gegenüber Regierungsbeteiligung. Es geht hier darum, dass das ein wirklich schlechtes Sondierungspapier ist, was Thüringen zurückwerfen wird. Also es wird dafür sorgen, dass sich die Lebensverhältnisse in Thüringen wahrscheinlich verschlechtern. Das darf das BSW auf keinen Fall mittragen. Also die Linkspartei, die ist ja unter anderem deswegen baden gegangen, weil sie beispielsweise in Berlin Sparprogramme und die Verscherbelung von öffentlichem Wohnraum mitgetragen hat. Also das hängt der Linkspartei heute noch nach, dass sie das damals mitgemacht hat und das ist jetzt schon 2 Jahrzehnte her.
Also so etwas bleibt hängen bei den Wählern. Und das BSW, das dürfte dann wesentlich härter abgestraft werden als die Linkspartei, weil die Protestwähler ja eine relativ einfache Option haben, wo sie hingehen können. Nämlich zur AfD. Also wenn diese BSW-CDU-Regierung die Leute enttäuscht, was sie sehr wahrscheinlich wird bei diesem miserablen Sondierungspapier, dann werden ganz viele AfD-Wähler 2029 Björn Höcke wählen und dann wird er 2029 mit absoluter Mehrheit Ministerpräsident. Das ist ein Szenario, was man enorm wahrscheinlicher macht, wenn man jetzt in eine Regierung geht, die schlechte Arbeit macht, was man bei dem Sondierungspapier tatsächlich erwarten kann. Uns Wähler haben mehr verdient als zwei Seiten voller blumiger Worthülsen. Sie haben mehr verdient, als dass man anerkennt, dass es auch Menschen wie Sie gibt, die gegen Stationierung von US-Mittelstreckenraketen sind. Ja, die Formulierung war echt zu wild. Es waren eben nicht ausschließlich, nicht einmal vorrangig landespolitische Positionen oder allein die Persönlichkeiten von Katja Wolf und der anderen BSW-Kandidaten, die zum zweistelligen Wahlerfolg in Thüringen geführt haben. Sarah Wagenknecht und ihre Präsenz im Wahlkampf, unsere Positionen zu Frieden und Corona-Aufarbeitung haben eine maßgebliche Rolle gespielt. Und deshalb muss man das in einer möglichen Regierung abbilden. Ansonsten muss man es sein lassen. Und zwar jetzt. Ja, vollkommen klar. Selbstverständlich hatten wir auch die Erwartung an Katja Wolf und die BSW-Landtagsfraktion, dass sie ernsthaft versuchen, in Sondierung mit CDU und SPD das Beste für die Thüringer herauszuholen, um in ihrem Sinne eine stabile Regierung anzustreben. Es ist aber auch nicht das Beste für die Thüringer, wenn man die Position aufgibt, deretwegen wir gewählt wurden. Und genau so hatten wir es auch gemeinsam vereinbart. Diese Vereinbarung droht in Thüringen gebrochen zu werden. Wenn die Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht, ist es besser, aus der Opposition heraus gegen die falsche Politik einzustehen, die andere Parteien machen. Das gilt umso mehr für eine junge Partei. Wer das nicht kapiert, wird vielleicht schnell Ministerin, ist aber in unserer Partei falsch. Sehr klare Rhetorik. Also wie gesagt, das haben zwei Politiker geschrieben und die sagen, Katja Wolf ist mit ihrem Kurs im BSW falsch. Also das ist so das Maximum einer Eskalationsrhetorik, was ihr von Politikern erwarten könnt. Deswegen hoffe ich, dass Katja Wolf da umkehrt. Sie scheint ziemlich isoliert zu sein in der Partei. Und wenn sie das nicht macht, ja, dann muss der Bundesvorstand eventuell Konsequenzen ziehen und sie aus der Partei ausschließen. Also, ihr seht, der Artikel hier wurde von Jessica Tatti und Ralf Suikert geschrieben und geteilt von Fabio De Masi, der dazu schrieb, es geht um Glaubwürdigkeit. Also das BSW, das scheint sich relativ einig zu sein. Und das letzte Argument, das möchte ich hier nochmal betonen. Wenn man in die Opposition geht, heißt das nicht, dass man nichts von seinen Inhalten durchsetzen kann. Ganz im Gegenteil. Warum haben wir in Deutschland beispielsweise Mindestlohn? Also Mindestlohn ist eine uralte Forderung der Linkspartei. Warum haben wir den in Deutschland? Nicht, weil die Linkspartei irgendwann auf Bundesebene mitregiert hätte, sondern weil sie die anderen Parteien vor sich hergetrieben hat, bis die SPD den Mindestlohn irgendwann in ihr Wahlprogramm übernommen hat. Man kann auch aus der Opposition die anderen Parteien vor sich hertreiben. Warum fordern alle Parteien, sogar die Grünen mittlerweile, eine schärfere Zuwanderungspolitik? Ja, weil die AfD die anderen Parteien vor sich hergetrieben hat. Man kann aus der Opposition Erfolge erzielen. Das hat übrigens auch Willy Brandt als Leitziel seiner Politik formuliert. Sein Ziel, ich gebe jetzt paraphrasiert wieder, was er gesagt hat, sein Ziel war nicht, Politik für die Mitte zu machen oder Politik für links zu machen. Sein Ziel war es, die Mitte nach links zu verschieben. Also Willy Brandt hat damals schon das formuliert, was wir heute als Verschiebung des Overton-Fensters bezeichnen. Es geht darum, durch kluge Oppositionsarbeit, dadurch, dass man die eigene Position vertritt, dadurch, dass man sich dafür einsetzt, dadurch, dass man dafür sorgt, dass die Positionen gesellschaftlich akzeptierter werden, dass sie in institutionelle Luft kommen, eventuell, wenn das möglich ist, wenn das möglich ist, wenn es nicht möglich ist, dann nicht. Indem man dafür sorgt, dass man das medial vertritt, dass man das vorantreibt, dadurch macht man etwas sagbarer, was vorher noch unsagbar war. Also wie gesagt, Mindestlohn, Zuwanderungspolitik. Es gibt so viele Beispiele, wie Parteien aus der Opposition heraus die Politik verändert haben. Oder die Grünen. Warum sind wir in Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen? Egal, wie ihr das jetzt finden mögt, aber warum sind wir da ausgestiegen? Weil die Grünen da jahrzehntelang darauf hingearbeitet haben. Und die Grünen waren immer eine kleine, schwache Partei. Die waren kurz in der Bundesregierung und kurz darauf, also nachdem sie abgewählt wurden, haben CDU und FDP das schon wieder rückgängig gemacht mit dem Atomausstieg. Aber was ist dann passiert? Gab es die Atomkatastrophe von Fukushima. Meinungsumfragen haben gezeigt, dass es für die CDU besser wäre, aus der Atomkraft auszusteigen. Und was hat die CDU gemacht? Sie ist aus der Atomkraft ausgestiegen, weil es eben gesellschaftliche Mehrheiten gab. Politiker sind bei vielen Positionen ziemlich flexibel, wenn sie ja, es für ihren Machterhalt vorteilhaft erachten, ihre Position zu ändern. Und entsprechend muss es das Ziel des BSW sein, den gesellschaftlichen Diskurs zu verschieben. Und wenn man sich an einer grundfalschen Politik beteiligt, wenn man jetzt beispielsweise Sparprogramme durchsetzt in der Landesregierung, dann ist das eine absolute Katastrophe, weil man dann als Opposition gegen diese grundfalsche Politik ausfällt.
Und die Opposition, also da sind dann, also da ist dann die AfD beispielsweise, stärkste Oppositionspartei dann in Thüringen, die treibt einem vor sich her und sagt dann, nein, wir wollen noch radikalere Sparprogramme. Also dann hat man das gesellschaftliche Overton-Fenster in genau die andere Richtung verschoben. Also dann hat man den neoliberalen Konsens eher gestärkt und nicht geschwächt. Das Ziel muss es sein, diesen neoliberalen Konsens anzugreifen. Und da ist ein Sondierungspapier, wo eine Schuldenbremse drin steht, vollkommen fatal. Sowas darf das BSW nicht unterschreiben. Also, gute Nachrichten. Immer mehr BSW-Politiker distanzieren sich für Katja Wolf. Wir können nur hoffen, dass das so weitergeht und Katja Wolf endlich einlenkt.